Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 53 der germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um die wilde Jagd, den großen Zug von geisterhaften Kriegern über den Himmel. Die wilde Jagd ist heute ein Motiv von sehr, sehr vielen Volkssagen in weiten Teilen von Europa und ist heute in vielen verschiedenen Versionen bekannt. So ist diese Erscheinung von Skandinavien bis an die Alpen und von England bis nach Osteuropa bekannt. Da die wilde Jagd über so viele Gebiete verbreitet ist, gibt es auch zahllose Versionen dieser Erscheinung und viele Namen und Bedeutungen, die der wilden Jagd zugeschrieben werden. Gemeinsam haben all diese Versionen aber, dass es sich bei der wilden Jagd um eine geisterhafte und oft schreckliche Truppe von Kriegern und Geistern handelt, die geführt von einem mächtigen Anführer der Jagd über den Himmel zieht und üblicherweise im Winter erscheint. So ist die häufigste Zeit der wilden Jagd die sogenannten Rauhnächte oder die 12 Nächte vom 25. Dezember bis zum 6. Januar. In Deutschland gibt es nun in der Moderne eine ganze Reihe von Geschichten zur wilden Jagd und sie kann als wilde Jagd, wildes Heer oder wütendes Heer bekannt sein und hat verschiedene Bedeutungen je nach Region. In vielen Versionen ist die wilde Jagd eine Ansammlung von Geistern, Teufeln und Dämonen und eine böse Erscheinung. Sie ist ein Zeichen von drohenden Katastrophen, Krankheit, Krieg und Tod. Und so manche Geschichte berichtet davon, dass man der wilden Jagd unter allen Umständen aus dem Weg gehen soll, da man sonst von ihr ergriffen und entführt werden kann. Diese Entführung durch die Jagd führt in einigen Versionen sogar dazu, dass man Teil der wilden Jagd werden muss. So berichten zum Beispiel einige lokale Sagen aus meiner eigenen Region in Niederbayern Folgendes von der wilden Jagd. Einmal, so heißt es, war eine Bäuerin spät in der Nacht noch draußen, als ein Sturm aufzog und die wilde Jagd plötzlich kam. Die Jagd überraschte die Frau und riss sie mit sich und sie wurde entführt und über den Himmel gezogen. Als aber der Morgen anbrach, verschwand die Jagd plötzlich und die Frau wurde von den Geistern fallen gelassen und fand sich in einem fremden Land wieder und es soll 7 Jahre der Wanderschaft gedauert haben, bis sie wieder in der Heimat war. Eine andere Geschichte erzählt davon, dass ein Schneider spät nachts von der Arbeit auf dem Heimweg war, als er auf einmal eine höllische Jagdgesellschaft auf sich zukommen sah, die ein Stück über dem Boden dahinflog. Sie bestand aus Geistern, Teufeln und vielen Hunden und der Schneider warf sich schnell zu Boden und verdeckte sein Gesicht. So wurde er von der wilden Jagd nicht bemerkt und blieb verschont. So erklärt diese Geschichte auch, dass wenn man die wilde Jagd kommen sieht, man sich schnellstmöglich verstecken oder zumindest zu Boden werfen soll, um ihr möglicherweise zu entgehen. Auch ist in diesen Geschichten aus Bayern klar, dass die wilde Jagd eher etwas Negatives, ja direkt Gefährliches für die Menschen sein kann und man ihr ausweichen und sich verstecken soll. Aber nicht alle Versionen der wilden Jagd sind so negativ und böse. In manchen Regionen ist die wilde Jagd so eine neutrale Erscheinung. Unheimlich, aber nicht gefährlich und böse. Oder der Anführer der Jagd warnt die Leute, dass sie aus dem Weg gehen sollen, damit ihnen eben nichts passiert und sie nicht gefangen werden. Und schließlich kann die wilde Jagd in manchen Regionen, vor allem in Skandinavien, sogar eine positive Erscheinung sein. Eine Jagd, die den Winter vertreibt und ein Zeichen für Fruchtbarkeit und den kommenden Frühling sein soll. Die genaue Bedeutung der wilden Jagd ist also je nach Region und Geschichte ganz unterschiedlich und kann kaum allgemein gedeutet werden und reicht von einer guten Erscheinung bis hin zu einer sehr gefährlichen und bösen. Auch die Teilnehmer der Jagd können variieren. Gemeinsam haben die meisten Versionen geisterhafte Reiter, die die Jagd anführen und in sehr vielen Versionen nehmen Hunde an der Jagd teil, manchmal auch Wölfe oder sogar Werwölfe. Dazu kommen weitere Geister und Untote. Manchmal auch Teufel oder Dämonen. Und ein weiteres häufiges Motiv, das sich in vielen Regionen findet, ist, dass die wilde Jagd auf Bergen und ähnlichen markanten Landschaftsmerkmalen Rast macht. Im Süden ist das zum Beispiel der ohnehin schon sagenumwobene Untersberg, auf dem die wilde Jagd rasten soll. Darüber hinaus hat jede Version der wilden Jagd gemeinsam, dass es einen wichtigen Anführer gibt, der als herausragende Figur über die Teilnehmer der Jagd gebietet und den Zug anführt. Und der häufigste Anführer der wilden Jagd ist der Gott Odin. In ganz Skandinavien wird die wilde Jagd von Odin geführt und ist oft auch als Odins Jagd bekannt. Aber auch in vielen Bereichen von Deutschland ist es Wotans Heer oder Wotans Jagd. Und auch in England kennt man den Anführer Odin als Wodan. Aber durch die vielen lokalen Versionen finden sich auch eine ganze Reihe von weiteren Anführern der Jagd, die sich nicht mit Odin identifizieren lassen. In einigen Regionen wird die wilde Jagd so von einer historischen Figur angeführt, häufig von einem Fürsten der Region, der einen gewissen Ruhm hatte.
Und in manchen Versionen gingen sogar Figuren aus anderen Mythologien und Kulturen in die wilde Jagd ein und einige Anführer in Irland zum Beispiel stammen direkt aus den keltischen Sagen, während einige in Osteuropa aus der slawischen Mythologie kommen. So zum Beispiel der legendäre König Artus, der irische Sagenheld Finn McCool oder auch der slawische Gott Yarelo. Im deutschen Raum tauchen neben zahlreichen weiteren Anführern neben Odin auch einige weibliche Anführer der Jagd auf. So zum Beispiel Perchta oder Frau Holle, die dabei zumindest in einer Version auf einem gewaltigen Uhu reitet, während sie die Jagd führt. Eine Version der wilden Jagd gelangte mit skandinavischen Auswanderern sogar bis nach Kanada, wo sich diese eigentlich europäische Sage mit Motiven der einheimischen Ureinwohner vermischte, woraus sich eine wilde Jagd ergab, die mit einem Kanu über den Himmel fährt. Somit ist die wilde Jagd also ein enorm weit verbreitetes Motiv der germanischen Mythologie in der Neuzeit, das sogar in einigen anderen Kulturräumen zum Teil bekannt ist und in sehr variablen Formen auftreten kann. Diese sehr weite Verbreitung und die vielen verschiedenen Bedeutungen zeigen auch, dass die wilde Jagd schon sehr lange bekannt sein muss und sich durch eine lange mündliche Tradition so stark lokal veränderte und verbreitete. Und so überrascht es nicht, dass es auch schon bei den Germanen selbst die wilde Jagd als Erscheinung gab und auch, dass die wilde Jagd so häufig mit Odin in Verbindung steht und von diesem geführt wird, ist kein Zufall. So war die wilde Jagd auch schon bei den Germanen zur Wikingerzeit weithin bekannt und war eine Erscheinung, an die die Germanen schon damals weit verbreitet glaubten und die im Winter über das Land gezogen sein soll. Auch hier war die wilde Jagd schon als ein Zug von geisterhaften Kriegern, die geführt von Odin über den Himmel jagten, bekannt. Wie die wilde Jagd zu dieser Zeit interpretiert wurde, ist nicht ganz klar, doch es wird vermutet, dass die Germanen damals eher Negatives mit der Jagd verbanden. Die wilde Jagd wurde zwar nicht unbedingt als etwas Böses gesehen, aber man fürchtete diese Erscheinung und sah sie als gefährlich, unheimlich und schrecklich an, auch wenn sie vom Gott Odin geführt wurde. Die Wurzeln der wilden Jagd reichen aber noch einmal deutlich weiter in der Geschichte der Germanen zurück, als nur in die Zeit der Wikinger, die die wilde Jagd schon ebenso wie wir heute als eine geisterhafte Erscheinung kannten. Grundsätzlich gibt es für die wilde Jagd und ihre Entstehung in der Kultur der Germanen nun zwei Theorien. Die erste, die vor allem in der älteren Forschung oft vertreten wurde, ist eine naturmythologische und eine Verschmelzung von zwei Vorstellungen der Germanen. Die wilde Jagd erscheint ja immer im tiefen Winter und könnte so zum einen durch die Furcht vor dem Winter und winterlichen Stürmen angeregt worden sein, die über den Himmel peitschen. Zudem wurde die Zeit des Mittwinters als eine Zeit gesehen, zu der die Toten und Geister näher an die Welt der Lebenden kommen und die Toten eher auf der Welt wandeln können. Vor diesen wandelnden Toten bestand bei den Germanen seit jeher eine große Furcht. Aus diesen beiden Aspekten der rauen und stürmischen Winterzeit und der Mittwinterzeit als Zeit der gefürchteten Toten könnte bei den Germanen der Glaube an die wilde Jagd entstanden sein, die als Zug von geisterhaften Kriegern über den stürmischen Himmel des Winters zieht. Auch die klare und starke Verbindung zu Odin würde hier sehr gut ins Bild passen, da er ein Gott des Todes war und somit auch eine sehr klare Verbindung zu den Toten hatte. Aber es gibt auch noch eine zweite Theorie, die die wilde Jagd auf eher historische Elemente der Kultur der Germanen in der Antike zurückführt, und zwar auf eben jene Kulte um Odin, aus denen auch das Bild der Berserker hervorging. So könnte die wilde Jagd auch auf den Kriegerkulten um Odin basieren, in denen Krieger der Germanen oft maskiert Odin anbeteten und dazu kultische Tänze und Gesänge aufführten und der damit auch ihr Anführer war. Eine Darstellung solcher Kulte um Odin sehen wir auf den Torslunder Helmplatten, die aus dem 6. bis 7. Jahrhundert der Wendelzeit stammen, auf denen ein Krieger mit einer Wolfsmaske im Tanz dargestellt ist, zusammen mit einer zweiten Figur mit einem gehörnten Helm, die Odin darstellt. Die kultischen Tänze, Gesänge und Handlungen jener Krieger im Namen von Odin könnten von außenstehenden Germanen, die nicht Teil der Kriegerverbände und der Kulte waren, als unheimlich, vielleicht sogar als schrecklich oder gefährlich gesehen worden sein und mit der Zeit als legendäre Züge von Odin verarbeitet worden sein. Nach dieser These könnten die Krieger im Kult um Odin von Außenstehenden mit der Zeit als ein unheimliches Totenheer von Odin gesehen worden sein, aus dem dann in den Sagen die mythische wilde Jagd wurde. Eine mögliche Beschreibung eines eben solchen Kriegerbundes, der Odin verehrte und als Totenheer wahrgenommen wurde, liefert uns aus der Antike der römische Schriftsteller Tacitus.
Wie immer ist zwar anzumerken, dass dieser keine zwingend verlässliche Quelle zur tatsächlichen Kultur der Germanen in der Antike darstellt, aber seine Beschreibung der Harier ist dennoch eine Erwähnung wert. Von diesem Stamm der Germanen schreibt der römische Historiker, dass sie wild und stark waren und sich vor dem Kampf ihre Schilde und ihren ganzen Körper schwarz färbten. Mit dieser dunklen Färbung getan, sollen die Harier dann in den dunkelsten Stunden der Nacht angegriffen haben und verbreiteten so als nächtliches Totenheer Angst und Schrecken, und kein Feind soll ihrem höllischen Anblick standhalten können. Möglicherweise liefert uns Tacitus hier mit der Beschreibung des Totenheeres der Harier ein Beispiel für die Vorbilder der wilden Jagd in der antiken Kultur der Germanen, und es könnte sich auch hierbei um einen Kriegerkult von Odin gehandelt haben. Welche Erklärung man für die wilde Jagd nun annehmen will, ist aber letzten Endes nicht ganz geklärt. Nicht zuletzt auch, weil Tacitus eben nicht zwingend eine verlässliche Quelle darstellt und wir so nicht klar wissen, ob es so etwas wie das Totenheer der Harier wirklich gegeben hat. Damit bleibt am Ende offen, ob nun antike Kriegerkulte um Odin und das Totenheer der Harier die wilde Jagd inspirierten, oder ob die Germanen die wilde Jagd in winterlichen Stürmen sahen und glaubten, dass zur Mittwinterzeit Odin mit den Toten durch diese Stürme reitet. Auf jeden Fall verbreitete sich das Motiv der wilden Jagd als ein geisterhaftes Heer geführt von Odin schon früh im gesamten germanischen Kulturraum, und Geschichten der wilden Jagd wurden auch noch lange nach der heidnischen Zeit durch die Christianisierung hinweg weitererzählt und sogar noch in der Moderne mündlich weiter überliefert. Und wie es die mündliche Überlieferung von Sagen und Mythen nun einmal an sich hat, entwickelten sich lokale Versionen, es wurden neue Elemente aufgenommen und neue Bedeutungen interpretiert. Doch zumindest in den meisten Regionen erhielt sich weitgehend die grundlegende Idee der wilden Jagd. Eine Truppe von geisterhaften Kriegern, die geführt vom Totengott Odin über den Himmel jagen. Odin als der ursprüngliche Herr der wilden Jagd oder des wütenden Heeres erklärt auch, warum selbst an Orten, wo andere Figuren die Jagd anführen, so oft Hunde, Wölfe und Pferde einen wichtigen Teil der Jagd darstellen. Denn Wölfe und Pferde waren ja auch die Tiere von Odin. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage, danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.